Das darf nicht einmal passieren, dass ein Taucher ins Wasser muss, weil wir bei der Pumpe hier geschludert haben. Ganz viele andere Menschen auf dieser Welt, die sich überlegen, wie sie in so ein Aquarium Strömung reinbringen. Und jetzt zeigen wir ihnen einfach mal, wie es in echt aussieht, bei sowas umzuprobieren, gell? Das wird dich jetzt hoffentlich nicht umhauen, gell? Ich hab ein bisschen Angst. War schön, dich kennengelernt zu haben. Was? Boah, auf den Moment habe ich mich gefreut. Okay, mach aus, ich kann den nicht mehr festhalten. Die allerstärksten Magneten, die wir bauen, die halten bei 30 mm Glas. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Kunze-Kanal. Jetzt seid ihr schon ein bisschen gewöhnt, wo wir hier heute sind. Wir sind hier immer noch im wunderschönen Zellamidis, in Marcells wunderschönen Erlebnis-Aquarium. Und heute schauen wir uns mal was an, was ihr zu Hause nicht so sehr habt, aber etwas, wovon der Kanal lebt, nämlich Technik. Und wir sind jetzt hier Backstage. Ihr erinnert euch bestimmt, in einem der letzten Videos haben wir mal hier eine Tour durchgemacht. Und da haben wir uns ein 250.000 Liter Becken angeschaut, voll mit Makrelen. Ja, der Tobi schneidet euch jetzt ein paar schöne Bilder rein. Ich finde es immer recht spannend. Wir haben ja auch im letzten Video gesagt, wir wollen Energie sparen. Der Marcell sagt, ich bin happy damit. Und ich sage, wir probieren es einfach mal aus, wie es wäre, wenn wir die Strömung nicht mit solchen Radialpumpen erzeugen, sondern mit unserer ganz fetten Strömungspumpe. In diesem Video erwartet euch also die fetteste Strömungspumpe, die Tunze jemals gebaut hat. Ja, es gibt Firmen, die bauen fettere, aber wir können das auch, okay? Schauen wir uns mal den Ist-Zustand an. Ihr seht hier diese typischen, ich sag mal, Asynchronmotoren. Das sind geile Dinger, die sind gebaut in der Massenindustrie, in Vollautomation, mit einer guten Preis-Leistung, auch mit hohen Wirkungsgraden. Aber sie haben den Nachteil, das Wasser wird hier durch Rohre gepumpt. Warum ist das jetzt so ein bisschen schlecht und schlimm, wenn ich Strömung haben will? Jetzt lasse ich wieder ein bisschen den Physik-Nerd raushängen. Ihr kennt vielleicht die Hagen-Poiseuille-Gleichung. Wenn man laminare Strömung hat, die haben wir hier natürlich nicht, aber einfach mal für unser Bauchgefühl und für unser Verständnis. Wenn man laminare Strömung hat, dann ist der Volumenstrom durch ein solches Rohr abhängig von verschiedenen Kofaktoren, wie zum Beispiel der Viskosität, aber eben auch abhängig vom Radius des Rohres in der vierten Potenz. Das ist also nicht nur quadratisch oder kubisch, sondern vierte Potenz. Je dicker also dieses Rohr ist, desto weniger Verluste habt ihr. Und diese Radialpumpen, die können Druck erzeugen, die können auch Wasser bewegen, aber die müssen sich immer durch diese Rohre abquellen. Und das erzeugt leider recht große Widerstände und senkt den Wirkungsgrad. Mal zum Gefühl, so ein Motor hier hat jetzt 1,1 Kilowatt Leistung. Das ist ordentlich. Der Motor ist effizient, aber die Pumpe, die da dran angeschlossen ist, wird durch diese Rohre einfach ein bisschen geärgert. Marcell hat mir das gerade schön erklärt, da läuft zum Beispiel eine Pumpe zur UV-Anlage oder zu den Filtern. Gell? Und das sind jetzt hier die Strömungspumpen. Und was wir jetzt da mal ausprobieren, schauen wir uns hier an, und zwar unsere Masterstream. Und da gehen wir jetzt in einen anderen Raum, weil hier ist es ganz schön laut. Oh, du bist so gut ausgerüstet. Naja. Schnickt. So, ja. Und nicht mal gerade schneiden kann ich. Verzeiht es mir. Diese Pumpe hier heißt Masterstream 65. Das steht für unsere, 6 ist unsere Strömungspumpe, 5 ist unsere Masterstream und 50 bedeutet, dass die 50.000 Liter pro Stunde schafft. Wenn ihr euch das mal vorstellt, in dem letzten Video haben wir uns mal hier die 6255 angeschaut, unsere größte kleine Strömungspumpe mit 17.000 Liter pro Stunde, die uns schon bei über 20 Watt das 3-Meter-Becken wegpustet. Diese hat jetzt 50.000 Liter, das ist also mal ordentlich mehr, gell? Wir haben ein großes Gehäuse, eine Riesenpumpe. So sieht das Gehäuse aus, wenn ich das Ganze auspacke. Boah. Tatsächlich seit 2010 produzieren wir diese größeren Pumpen, diese größeren Strömungspumpen für Zoos, für Kunden mit riesigen Becken. Gibt es überall auf der Welt Abnehmer. Also das Erste, was uns auffällt, das Kabel ist wahnsinnig dick. Warum ist das so? Die Pumpe läuft mit 12 Watt. Da ist ein Netzteil von Meanwell dabei. Das hat Medizintechnik-Standard auch. Das Netzteil kann 180 Watt abliefern. Die Pumpe inklusive Netzteilverluste braucht nur 110. Das heißt, das Netzteil ist großzügig und ordentlich dimensioniert. Plus Medizintechnik-Standard. Das wird euch also nicht um die Ohren fliegen. Das ist gut. War so eine Anspielung auf eine Story, die er mir erzählt hat. Das erste PVC-Rohr, das ist mir gleich abgebrochen.
Weil da so abgebrochen. Weil der so. Weil so, da war so Zunder da drauf, so ein Zug. Wenn ich 110 Watt bei 12 Volt transportieren will, dann komme ich schon in die Größenordnung, dass ich 10 Ampere Strom auf meiner Leitung habe. Und wir wollen jetzt nicht eine Pumpe bauen, die nur jede Menge Energie dafür verschwendet, dass das Kabel aufgeheizt wird. Deswegen habt ihr hier diesen brachialen Querschnitt. Gell? Da sind 4 2,5 Quadratadern drin zur Versorgung. Nicht täuschen lassen, die erste Tunzepumpe, die dieses super geile Premium-Kabel dran hatte, das wir heute überall dran bauen, war die Masterstream. Gell? Hier ist es halt in glänzend bestellt, aber das werden wir jetzt nicht demnächst auch in matt und stahlblau und so machen wie die anderen. Aber das ist dasselbe Kabel von derselben Firma. Und da haben wir auch die guten Erfahrungen gemacht, dass das halt nach 10 Jahren noch blendend aussieht. Ihr müsst euch vorstellen, in manchen Einrichtungen, da müssen Taucher ins Wasser, müssen runtertauchen, müssen buchstäblich ins Haibecken tauchen, um so eine Pumpe zu installieren. Die haben keinen Bock, wegen irgendwelchen Fehlern oder was, da zweimal reinzugehen. Und in diesem Profi-Umfeld, in dem wir uns dann hier befinden, da wollen wir dann ein hochwertiges Produkt. Ach, jetzt muss ich noch in die richtige Richtung drehen, gell? Schrauben und drehen schaffe ich nicht gleichzeitig. Ich schraube euch das jetzt mal auf, dass ihr da mal reinschauen könnt, was da eigentlich innen drin verbaut ist. Ihr seht, der Marcel, der hat schon ein Rohr in der Hand. Die Pumpe kann man auf 2 Arten befestigen. Entweder mit so einem schönen Rohr. Da hinten, da habt ihr diese Klemmen da. Ja, da kann man das Rohr einfach reinsetzen. Und dann muss man sich überlegen, wie man das Rohr an der Aquarienscheibe installiert. Oder dafür gibt es einen Magnethalter. Den schauen wir uns heute auch an. Boah, fällt uns hier auch gleich alles entgegen. Gell? Du siehst es schon, Marcel. Heute haben wir lauter so Aufnahmen, die ewig brauchen, bis sie fertig werden. Gell? Ach, danke dir. Das ist ja gut, wenn die drin hält. Gell? Die verlieren wir dann später. Ja. Ich gebe dir mal noch die, mein Lieber. Danke dir. Ihr Lieben, jetzt haben wir die ganzen Schrauben hier rausgenommen. 6 Schrauben müsst ihr da rausnehmen. Deswegen sieht in YouTube immer alles so leicht aus, weil es dann schön rausgeschnitten und übersprungen wird. Da seht ihr auch nochmal Made in Germany. Das ist eine unserer größeren Spritzgussformen, die auch ein bisschen Aufwand hat, die zu bauen, also einzubauen. Gell? So. Warum ist es hier vorne so lang? Der Hintergrund ist der, die Pumpe muss so gebaut sein, dass ich mich nicht töte, wenn ich da reinlange. Das als Griffschutz, gleichzeitig aber vorne einigermaßen große Schlitze sind, dass da auch das Wasser durchströmen kann und man nicht das ständig putzen muss. Jetzt habt ihr hier diesen brachialen Motor. Ihr habt darauf auch 5 Jahre Garantie. Jeder dieser Motoren läuft auch bei uns mindestens 24 Stunden, oft auch mal eine ganze Woche, bevor wir den rausschicken. Hier wieder der Hintergrund. Der Profi, wenn das Ding einbaut, das muss einfach funktionieren. Der hat keinen Bock, dass das dann irgendwann ausfällt. Auch wenn die Pumpen nie ausfallen, dann ist gut, dann wissen wir, dass alles stimmt. Aber das darf nicht einmal passieren, dass ein Taucher ins Wasser muss, weil wir bei der Pumpe hier geschludert haben. Das ist hier auch eine massive Achse aus hochwertigem Titan, auf der das Ding läuft. Der Rotor hier, da seht ihr auch, dass die Pumpe schon gelaufen ist. Da habt ihr einfach schon ein bisschen auch Einlaufspuren drauf, aber das ist einfach ganz normal. Das hier ist ein Epoxidrohr. Die Teile stammen tatsächlich aus dem 3D-Druck, sind aber sehr, sehr massiv gedruckt. Die Lagerung hier, dieser Teil ist derselbe Kunststoff, den wir schon immer bei unseren Rotoren nutzen, den zum Beispiel auch unsere Stream 2 benutzt. Gell? Und ich meine, das ist jetzt mal ein schöner Propeller. Gell? Der Rotor ist gefühlt kleiner wie bei der Stream 3, aber der Propeller, der hat es in sich. Gell? Und wenn der hier das Schaufeln anfängt, dann drückt die Pumpe auch ordentlich raus. Und nachdem ich alles jetzt zerlegt habe, baue ich es jetzt einfach wieder zusammen. Ganz toll. Eigentlich wollte ich es ein bisschen mal nur aufschrauben, dass wir mal sehen, wie das innen aussieht. Ich bin da immer ganz neugierig. Ich würde mir bei so vielen anderen wünschen, dass sie das auch machen. Also mache ich es selber so. Gell? Jetzt werden wir da hinten mal das schöne Rohr, das der Marcel da hat, einfach ein 32er Rohr dran anschließen, da hinten reinschrauben. Und dann trauen wir uns und hängen das mal in das Becken und schauen uns das Ganze mal an. So ein bisschen cool fühle ich mich jetzt schon. Wow. Oh, voll geil. Ach, hier sind wir. Oh, ich liebe dieses Backstage-Ding. Jetzt erkenne ich es erst. Ja, hier sieht es ein bisschen wüst aus. Also ach nein, authentisch sieht es hier aus. Das Kabel ist ja mörderisch lang. Das ist mörderisch lang. Das hat 10 Meter. Und für alle, die mehr brauchen, es gibt auch eine Variante mit 15 Meter. Wir bauen jetzt hier die kleinere von beiden ein, damit wir einfach beides mal sehen. Diese Pumpe braucht nur 110 Watt. Die größere ist mit ihren 380 Watt schon nochmal eine Hausnummer drüber. Da würde es das Rohr hier dann auch verbiegen. Gell? So, mein Lieber, jetzt müssen wir das einstecken. Und in dem Moment, in dem wir es tun, geht auch die Pumpe an. Boah, auf den Moment habe ich mich gefreut. Wenn nicht, gehe ich damit rein. So. Und du steckst ein. Moment. Geil. Okay, du hast bei weitem noch genug Kabel, gell? Ich steck's sie jetzt mal ein. Warte, ich halte dich schon mal ins Wasser. An deiner Stelle gibt es natürlich auch ganz viele andere Menschen auf dieser Welt, die sich überlegen, wie sie in so ein Aquarium Strömung reinbringen.
Und jetzt zeigen wir Ihnen einfach mal, wie es in echt aussieht, bei sowas umzuprobieren. Gell? Das wird dich jetzt hoffentlich nicht umhauen. Gell? Ich habe ein bisschen Angst. Nein, wir haben, schau mal, die Pumpe hat 110 Watt. Die anderen haben 30 und dann haben wir schon umgehauen. Ja, genau. Okay, ich stecke einfach rein, Augen zu und durch, zack. Merkst du schon was? Nein, fast nicht. Alter Falter. Passt, okay, bist du bereit? Ich halte auf Minimum. Was? Ich drehe jetzt auf. Achtung, und los geht's. Boah. Die ganze Brücke vibriert. Alter. Also da ist leicht Feuer dahinter. Also aus meiner Sicht, und ich sehe ja hier hauptsächlich diese Säule, ist das halt eine popelige kleine Pumpe für so ein riesiges Aquarium, ja, gell? Aber die hat schon gut Zunder. Ja. Die könnten wir halt hier wirklich an eine der Seiten dran bauen. Was willst du machen? Ich lasse dich jetzt gerade erstmal ein bisschen leiden. Ich drehe sie wieder aus, oder? Ja, warte, lass mich erst festhalten. Alter. Hey, wollen wir das mal von der Frontscheibe aus zeigen? Wie empfindest du das jetzt? Wir blasen jetzt einfach nur ins Nichts rein. Alter. Ihr habt jetzt gesehen, wie umständlich oder schwierig es sein kann, eine solche Pumpe so zu befestigen. Also natürlich einfach mal so zum Reinhängen ist es ganz nett. Als Einrichtung dieser Art hat man immer eine Werkstatt angekoppelt, mit der man fast alles realisieren kann. In dem Fall müsste man sich irgendwas realisieren, um dieses Rohr so zu befestigen. Ich würde euch jetzt gerne noch eine Variante vorstellen. Wir sind doch die Könige der Magnethalter und der stärkste Magnethalter, den wir jemals gebaut haben, ist dieser hier. Sehr gut aufpassen beim Auspacken. Alles sehr, sehr ernst nehmen. Keine Magneten in die Nähe bringen. Die zwei Öffnungen hier passen perfekt zu den beiden hier. Gell? Könnt ihr euch vorstellen, da kann man die Pumpe hier einfach dran festmachen. Also das ist jetzt die allerstärksten Magneten, die wir bauen. Die halten noch solide bei 30 mm Glas. Die strahlen in alle Richtungen ab. Bloß aufpassen, dass nichts in der Nähe ist. Genau. Und dann seht ihr das hier. Habt ihr dieselben Silikonpuffer, die ihr auch von zu Hause kennt, von euren Strömungspumpen. Genau, muss man ein bisschen fummeln. Also ihr merkt es vielleicht hier, meine Hand wird hier schon verzogen von den in der Nähe befindlichen. Das ist wirklich kein Spaß. Ich habe da ganz viel Respekt vor. Ah, drauf gefummelt. Das ist brachial, dieses Ding. Ihr seht es hier, statt dem Rohr einfach da dran und zack ins Becken rein. Sogar entkoppelt wie an der Pumpe zu Hause. Die ragt dann ein bisschen ins Becken rein, aber ihr könnt den Halter drehen. Als wäre es halt so ein Heimaquarium. Ihr könnt dann die Pumpe darauf drehen, gell? Hier, boom. Und weil es jetzt so schön war, hätte ich jetzt Bock, dass wir, was wir gerade gemacht haben, wiederholen, nur mit der fetteren der beiden Pumpen, der 6580, den großen Bruder. Ihr seht von hier aus überhaupt keinen Unterschied. Da ist ein bisschen anderer Motor drin. Der große Unterschied liegt daran, dass hier jetzt das volle Potenzial des Motors abgerufen werden kann. Und so haben wir hier 380 Watt. Gell? Und hier nicht mehr 12 Volt, sondern 24 Volt. Also da ist jetzt umso wichtiger, dass wir hier dieses fette Kabel verbaut haben. Ich zeige es euch mal kurz hier aus dem Karton. Da ist nochmal ein Verlängerungskabel dabei, weil man oft, wenn man so eine Pumpe einbaut, einfach Platz zwischen der Steckdose und dem eigentlichen Wirkort braucht. Da ist jetzt so ein riesiges Meanwell-Netzteil dabei. Nicht mehr Medizintechnik-Standard. Dafür eben mit 600 Watt Leistung. Auch ordentlich überdimensioniert. Also ausgelegt für 600 Watt. Die Pumpe kann maximal inklusive Netzteilverluste 380 Watt abrufen. Damit ist auch sichergestellt, dass das Netzteil lange lebt. Weil das wollen wir, wenn wir so eine Pumpe einbauen, wollen wir einmal investieren, einmal uns freuen, dass da ordentliche Strömung ist und dann am besten 10 Jahre lang nicht mehr drüber nachdenken müssen. Gell? Jetzt machen wir da einfach wieder schnell das Rohr dran. Die hält zu fest. Und dann hat man doch gar nicht den 1:1 Vergleich. Ihr merkt, wie gut ich darin bin, okay, zu drücken. Gell? Ich halte sie fest. Ich bin nicht so ein harter Knochen wie du. Ja. Okay, aber mach sachte irgendwie. Ich bin bereit. Ich gebe Gas, oder? Ja, okay. So, ich habe hier den einfachsten Job. Ich muss nur hier stehen. Nicht die Kamera halten und nicht die Pumpe halten vor allem. Danke, Marcel. War schön, dich kennengelernt zu haben. Danke. Oh, was machst du? Wie viel Prozent? Vollgas. Alter. Merkt man fast nicht. Boah. Okay, mach aus, ich kann den nicht mehr festhalten. Alter Falter, mach nochmal. Nochmal, okay. Ja, los. Das sieht immer so wenig aus, aber wenn du merkst, was da vom Bums drauf ist, also glaubst nicht, wie anstrengend das ist, hier festzuhalten. Ja, gerade haben wir noch drüber gesprochen, wie schön es wäre, öfter trainieren zu gehen, gell? Ja. Boah, krass. Hoppala.
Guck mal, was da los ist. Nichts ist abgesoffen. Das Problem ist einfach, manchmal ist Strömung ja nicht darstellbar. Ja. Wenn du nicht viel Partikel hast, ja, und so. Ne? Aber das Ding festzuhalten, das ist schlimmer, als meinen Sohn festzuhalten, wenn er wegrennt. Also das Ding, und der hat auch Kraft. Ah, das ist und ein Maßstab. Ja, also das Ding hat richtig Bums. Also wie gesagt, mir tun die Hände richtig hier, ein bisschen. Alter, da drin, tut mir leid. Alles gut, aber im Normalfall hält man die ja nicht fest. Ja? Nee, aber richtig. Vielleicht hat der eine oder andere zu Hause so ein riesengroßes Aquarium und braucht mal so eine riesengroße Strömungspumpe. Einfach zur Einbausituation nochmal gezeigt. Ihr habt hier das Rohr, das Kabel geht aus der Pumpe raus. Ihr habt hier 10 Meter Kabel bis zu diesem Übergabepunkt. Noch sieht es so aus, wir arbeiten auch hier in einem Nachfolger, es ist immer alles so ein bisschen im Wandel. Ihr habt hier ein schönes Steuerkästchen dran. Hier könnt ihr einfach mal grundsätzliche Leistung einstellen. Hier 20% und Vollgas, okay? Einfach so hier oldschool mit so einem Potti, so haben wir es jetzt auch gerade eben gemacht. Hier könnt ihr einfach unseren klassischen 5-Pol-Dienststecker einstecken und sowas zum Beispiel mit euren alten Multicontrollern oder unserem neuen Smart Controller verbinden. Da liefern wir euch hier so eine schöne Dose mit. Da kann man hier den Controller reinpacken und dann diesen Übergabepunkt versiegeln. Jetzt passt auf, genau. Steckt das hier quasi ein. So, ich mache das mal ganz schlampig. Ihr habt hier nochmal 5 Meter Kabel bis zum Netzteil. Okay, das hier ist nur so ein Übergabegehäuse. Und da geht ihr dann ans Netzteil ran, den Klopper. Da hinten habt ihr einen Kaltgerätestecker. Das Netzteil selbst ist im Prinzip wasserdicht. Der Übergabepunkt, der ist spritzwasserfest, den solltet ihr jetzt aber nicht ins Wasser eintauchen. Da könnt ihr das einstecken und da geht es in die Steckdose. Und auch wenn es hier brutal wirkt, das Netzteil kann maximal 600 Watt abgeben, die Pumpe maximal 380 ziehen. Und so ein Stecker, der kann ja über 3000 Watt, also ganz entspannt. Ja? Das hat mir jetzt sehr viel Spaß mit euch gemacht. Möglicherweise, keine Ahnung, hat der Marcel Bock auf sowas, in dem einen oder anderen Becken so ein Ding einzubauen. Ich finde es spannend. Vielleicht sehen wir das im nächsten Video, wenn wir mal wieder beim Marcel vorbeikommen. Hier war es das jetzt mit diesem Video. Ich danke dir, dass du deine Hände geopfert hast. Wir haben eigentlich jetzt ein neues Messverfahren erarbeitet und zwar einmal Sohnemann einfangen und die nächste Strömungspumpe kann vielleicht 2 Sohnemann einfangen Leistung. Ja? Haben wir eine neue Einheit entwickelt. Ja? Danke dir fürs Aufopfern und für die Bereitschaft, dass wir mal in deinem 250.000 Liter Becken rumplanschen durften. Vielen Dank, mein Lieber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ihr seht schon in unserem Hintergrund, sieht das nicht geil aus? So hättet ihr doch so gerne eure Technikbecken und in euren Unterschrankanlagen. Wie filtert man eigentlich so ein Riesenbecken? Das schauen wir uns jetzt im nächsten Video an. Bis dahin, vielen Dank, macht's gut. Ciao.